Willkommen zum finalen Part von Let's Play Blasphemous. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Statuen der Sünder hier zu vernichten, um, naja, unseren Dorn sprießen zu lassen. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich ist es nur... Warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Oh, Stachel. Ist ja, aufregend. Und so... Oh. Das Gefährlichste an ihm wäre, wenn er mich halt tatsächlich treffen würde am Abgrund, aber so ist das egal. Ah, na 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 na. Ich meine, ich versuche immer hiermit mal was zu machen, weil für die Technik müssen wir stillstehen. Für die meisten Gegner ist das ziemlich blöde. Also dachte ich mir, wir versuchen mal was damit zu töten. Und zwar, naja, hier, wo es sich theoretisch lohnen würde. Wenn es denn Gegner wären, die sich davon beeindrucken lassen würden. Na, das war's schon. Okay! Habe ich nichts gegen. Dadurch erhalten wir das Herz des einsamen Klanges. Damit haben wir tatsächlich alle Mea Culpa Schwertherzen. Und wir erhalten den großen Spross. Ja. Schwertkerne widerhallt von einem rätselhaften Klang. Kann in Mea Culpa eingefügt werden, bringt die Klinge zum Vibrieren und lässt sie so bestimmte immaterielle Geschosse zerstören. Verringert jedoch auch den elementaren Widerstand des Trägers. Ist gar nicht mal schlecht, das Teil. Für bestimmte Dinge. Deswegen sage ich ja, eigentlich mache ich es mir schwerer, als ich es eigentlich haben müsste, dadurch, dass ich es hier nicht in der richtigen Reihenfolge sozusagen mache. Aber naja, wahrscheinlich wird das hier mein nächster sein. Ich sehe ich also hier wieder. Okay, also eigentlich wollte ich euch oben treffen. Jetzt war ich so überrascht, dass ich ihn einfach mal angequatscht habe und er mir das Ding gegeben hat. Ja. Ich meine, jetzt haben wir das Ding, jetzt kann ich es doch eben abgeben gehen, aber... Also hatte ich ihm alles gegeben. Man kriegt 10.000 Tränen, muss weggehen und wiederkommen und man kriegt Datei. Schön. Das erübrigt zumindest ein bisschen meiner Arbeit, weil das heißt, das haben wir auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die volle Gesundheit habe oder nicht. Das ist mein Problem. Ich meine, das wäre am einfachsten zu sehen, indem ich eine Trophäe gekriegt hätte, aber die habe ich halt tatsächlich mal gehabt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir das auch haben. Ja, cool, läuft. Also es geht gut in die Richtung 100%. So, jetzt kannst du mir das letzte Ding geben. Ich weiß nicht, ob du dann verschwindest oder nicht. Es gibt keine mehr, aber sie wird auch nicht verschwinden. Das arme Ding. Ja. Damit haben wir das dann auch schon mal. Es kann halt sein, dass mir hier was fehlt oder so. Weil dafür müsste es, glaube ich, auch eine Trophäe geben, alle davon gehabt zu haben oder sowas. Anyway, läuft. Läuft gut. Ja, es läuft langsam, aber es läuft gut. Da ich jetzt nur noch wieder mich zurückteleporte und dann hoch in den Aufzug und so, kann ich jetzt auch da bleiben, aber... Ha. Ich bin begeistert. Darüber, dass das einigermaßen gut hier über die Bühne geht, tatsächlich, meine ich. Ich werde halt die Kleinigkeiten dann aussuchen. Wenn ich jetzt schon im Prinzip das fast alles hier habe, dann passt das. Trophäen sind so eine andere Sache. Es gibt auch eine, mit jedem Leichnam gesprochen zu haben, mit dem man reden kann. Ich wüsste jetzt nicht, welcher das ist. Ich kann also nicht ganz genau danach suchen. Das ist dann halt so, ob ich sowas machen will, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne mit euch alle Zauber haben, war der Plan. Alle Schwertherzen haben wir schon mal geschafft. Alle Rosenkranzdinger haben wir. Das mit den Bossen haben wir hingekriegt. Es ist schon alles in allem eine gute Sache. Es ist ein gutes LP geworden. So. Jetzt, wie gesagt, hier rein. Das machen. Warum? Das Schöne ist, hat man das nicht. Man kann die Statuen kann man immer kaputt machen.
Hat man allerdings dieses Rosenkranz-Ding nicht, dann kommt man da nicht rein. Dann steht auf dem Portal einfach nur nichts geschieht. Das ist dann halt so ein bisschen so, no shit, Sherlock, nichts geschieht. War hier auf der Seite nicht auch eine? Warum ist sie tot? Falsche Richtung, natürlich. Naja, so ein bisschen. Hey, wie weit geht das Ding eigentlich? Nicht weit genug, dass es omnipotent wäre, aber immerhin. Immerhin. Ja, das war doch schön. Kann ich dich zu einem Sprung in die Stacheln animieren? Ah, du kommst sogar rüber. Mein Hut ab dafür. Das könnte die letzte Runde sein. Frag mich außerdem, was sie da in der Vase hat. Diese Frau. Naja, das war das. Detestatio Sacrorum. Mal wieder. Wieder ein bisschen Kohle für uns. Gut, Kohle ist uns eigentlich egal, aber wir nehmen sie. Wir sind ja nicht undankbar. Also ich zumindest nicht. Und jetzt haben wir schon einen Dornstrauch. Okay. Der nächste Punkt, wo wir hingehen könnten, wäre hier. Und ja. Ich komme glücklicherweise hier an, gleich mit dem Aufzug von hier oben, also das passt schon. Ist ein bisschen weiterer Weg, aber gut, das kriegen wir. Wie versprochen, der angekündigte Raum mal wieder. Wem wundert's? Ich halte meine Versprechen, es sei denn, es passiert unterwegs irgendwas Ungewöhnliches, aber für gewöhnlich nicht. Oh, Giftnebel. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Naja, nehmen wir mal so zur Kenntnis, dass da Giftnebel ist. Ich wollte es mal gezeigt haben. Ja, wir können eine Vierer-Kombo mit einem Schlag nach oben mittlerweile beenden. Ist eine Möglichkeit. Habe ich privat noch nie genutzt, aber hey. Au. Hat der Priester mich tatsächlich mal getroffen? Oder? Ja, den ich treffen wollte, habe ich getroffen. Das komische Viech da unten. Mister, ich renne mir den Kopf an dir ein. Au. Mal so ein ist ja sehr interessant. Yay. Pritzel und weg war er. Detestatio Sacrorum. Wunderbar. Glut eines zerstörten Sterns. Wow. Das klingt tatsächlich mal gar nicht so schlecht. Außerdem ein blutbefleckter Dornstrauch mittlerweile an unserem Schwert. Seltenes Mineral, das ein Bergmann in einer tiefen Felsspalte fand. Die arme Seele verlor den Verstand, nachdem sie sich im Labyrinth seiner Facetten verloren hatte, die ein nicht existentes Licht widerspiegelte. Erhöht durch die Angriff erzeugte... Entschuldigung, Inbrunst. Schön. Das ist eine gute Sache. So, hier ist keiner, allerdings ist da wieder ein Raum. Und die direkt darunter der nächste und ich glaube, das ist dann auch sogar schon der letzte. Ne, der vorletzte, da waren wir auch noch nicht drin. Ich treffe euch also da wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Zack. Fürchte dich vor meiner Macht, Statue. Fürchte mich und lebe wohl. Das geht nicht. Meine nur.
Oh nein, so ein Hüpfding. Ansonsten sehr viele von diesen komischen Bimmeldingern. Oh! Oh, ich bin mal gestorben! Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich so viel... Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich so viel Schaden schon wieder hatte. Holy crap! Ah, Mann! Ich meine, wir sind direkt da drüber. Ich bin ja nicht doof. Ich speichere meinen Weg dahin immer, aber... Oh, yo, die machen tatsächlich eine Menge Schaden, die Jungs. Ich darf nicht denken, ich bin eine Killermaschine gerade. Das ist mein großer Fehler. Es stimmt zwar, dass wir relativ stark dabei sind, aber trotzdem. Holy crap, ey. Er ist ja, wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist das ein Gegner aus dem Endgame, so gesehen. So schwach und seltsam das vielleicht auch irgendwie erscheinen mag. Er ist ja trotzdem ein Endgame-Gegner. Aber meine Herren. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, der ist zumindest schon mal erledigt. Da einfach drin stehen ist auch mal gut. Na, musst du mich hochspringen lassen hier, meine Herren. Müsste die letzte Runde gewesen sein? Nein, noch nicht ganz. Natürlich einmal nochmal das Monster, was ich so überhaupt nicht ausstehen kann. Au. Natürlich trifft mich der Feuerball von dem Monster, das ich nicht ausstehen kann. Was ein Wunder. Tränen der Abbitte. Ja, gut, die nehmen wir so mit. Und ein purpurroter Dornstrauch. Jetzt kann man eigentlich direkt dabei bleiben. Das ist nicht weit genug weg, dass es sich jetzt richtig lohnen würde, dass ich sagen würde, niemals. Kann man euch da mitnehmen? Es sei denn, ich sterbe, dann ist es irgendwie ärgerlich, aber naja. Beziehungsweise. Ja, ich bin auch schlau. Das Ding ist natürlich nicht direkt nebenan, ne? Naja, egal. Bisschen quatschen kann man ja. Na, so. Labba, Rama, Ding Dong und so weiter und so fort. Wir haben ja extra den etwas schnelleren Weg geöffnet. Ja, in solchen Situationen ist man dann schon dafür dankbar. Es geht mir nur ums Prinzip. Dass der Weg halt so ein bisschen blöde ist, aber... Nur fürs erste Mal da hinkommen, um wirklich durch die Gegend zu kommen, ist das wieder voll in Ordnung. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, ob mir ein Merkur, nee, nicht ein Merkur-Schrein, ob mir ein Gesundheitsschrein fehlt oder irgendwas anderes, aber gut. Du warst tot, dein Buch hätte mich niemals mehr treffen können. Naja. Davon mal abgesehen. Hüppedi, hüppedi, hüpp. Oh. Guck an. Gallegefäß? Ja! Das leere Gallegefäß, was ich gesucht habe. Hey! Jetzt ist maximal das Einzige, was noch fehlt, was wir aufsammeln müssten, etwas für den Rosenkranz. Also... Eine der Perlen unter Umständen oder so, aber abgesehen davon, hey! Stimmt, ich bin hier richtig. Statt das da anwenden und hoch. Ganz, ganz, ganz vorsichtig da rein.
Ah, ich bin sehr froh, dass das bisher so gut funktioniert hat. Ich hätte fast gedacht, wir kriegen irgendwie Probleme damit. Jetzt fehlt maximal ein Zauber und ein Rosenkranzstück, also irgendwas für den Rosenkranz. Aber das läuft doch super bisher, würde ich mal behaupten. Ja, die Gegner da unten rechts zählen nicht als richtige Gegner. Denn sie sind halt unsterblich. Na, kommt hier einer? Ja, natürlich. Wenn wir schlau sind, und das sind wir fast immer hier oben, weil es vorkommen kann, dass dann tatsächlich hier ein spawnt. Und ihr wisst ja, ich kann diese komischen Gesichtsdinger nicht leiden. Ich weiß nicht, welche Variante er hier spawnen würde, aber muss ich die haben. Man muss schon sagen, die Bücher, dafür, dass es geworfene Bumerang-Bücher sind, die haben halt eine Reichweite, ne? Das ist fast schon nicht mehr witzig. Abgesehen davon dürfte das jetzt die letzte. Ja, jetzt kommt die letzte. Nicht so gut, wie ich es erwartet hätte, aber egal. So. Das wird die letzte gewesen sein. Oder? Oder? Letzte Welle? Ja. Ja, das war die letzte Welle. Welle. Von Blut umflochtene Weinrebe. Und das letzte ist, wie gesagt, hier. Plus, ich glaube, hier können wir gleich noch einen Zauber finden, aber dann dürften wir eigentlich alles haben, hoffe ich. Am einfachsten ist es jetzt, mich dahin zu porten, ne? Theoretisch, ja. Ich bleib einfach mal dabei. Solange ich nicht sterbe, wäre es das Einfachste, muss man auch dazu sagen. Wenn ich sterbe, ist das wieder was anderes. Dann komme ich ja wieder bei meinem letzten Punkt raus. Wo auch immer der dann war. Ah, nein. Ach, blöder Buchheini. Sache, ich habe wirklich meine Probleme mit diesen Buchheinis. Die Teile fliegen mir zu weit. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Auf der Karte sah es nämlich so aus, als würde ich dann eigentlich in den Mea Culpa-Schrein reinkommen. Naja, egal. Aber das will ich auch sagen, ich wollte nicht in den Mea Culpa-Schrein, deswegen habe ich jetzt gedacht, so bin ich jetzt doch falsch abgebogen. Komm, wo ich hier bin, ich gar nicht dahin, wo ich hin will. Aber wie es aussieht, ist alles gut. Die Sorgen sind unbegründet. Der Weg ist frei. So. Wundere mich allerdings trotzdem über die Teleporterauswahl. Das bleibt halt so bestehen. Ich habe das Gefühl, das sind sehr merkwürdige Teleporter. Also von der Verteilung her. Auf der Karte selbst ist das in Ordnung. Aber da sind zwei relativ unmittelbar unten rechts in der Karte, währenddessen man teilweise oben rumrennt wie so ein Wahnsinniger. Aber mich fragt halt keiner. Die Sache ist halt, entweder macht man mehr Teleporter oder man macht sie besser verteilt, meiner Meinung nach. Naja. Ist halt auch die Sache, wann werde ich schon mal nach meiner Meinung gefragt, ne? Ich liebe die Reichweite von dem Angriff. Ich weiß nicht, warum sie so weit ist, aber ich finde es super. Der Angriff ist schon längst vorbei und ich gleite immer noch da durch und alles stirbt in meinem Weg. Das ist immer wirklich schön anzusehen.
Außer sie sind diese Geister und haben aus irgendeinem Grund erstmal nicht ein Schutzschild, aber sie sind erstmal unempfänglich gegenüber allen Angriffen und dann merken sie, oh Moment, ich werde gerade angegriffen. So. Das ist der Raum, jawohl. Der letzte der 7 Räume. Danach müssen wir alle haben. Und dann müssen wir eigentlich nur noch den letzten Boss nochmal machen. Aber, naja. Deswegen sage ich ja, eigentlich hätte ich auch, bevor ich hier ankomme mit, ja, ich mache es mir schwer und mache es mit dem Part nochmal mit euch hier, das ganze Kladderadatschgedöse. Wäre das Sinnvollste eigentlich gewesen, 6 Stück zu machen und den 7 dann halt offen zu lassen an einem Ort, wo man relativ einfach hinkommt oder so, aber. Ich wollte es in einem Stück haben. Es ist nochmal die Reise des Büßenden. Von daher ist das schon irgendwie okay und fast poetisch, wenn man mal meine LPs ansieht. Ja. Noch einer, der will. 5 Geister, super. Die 5 Geister, die ich rief zur Weihnachtszeit. Also ich glaube, es ist tatsächlich nur vom Ort abhängig, welcher der schlimmste Raum ist. Muschel der umgekehrten Spirale, das bekommen wir noch als Rosenkranzbeigabe. Und Custodia der Sünde ist das Item, was wir brauchen, um das letzte Ende spielen zu dürfen. Ja, das ist Deogrossias Lebewohl, aber das ist dann halt das letzte Item, was wir da brauchen, um durchs Spiel zu kommen. Das heißt, wir holen jetzt noch hoffentlich den letzten Zauber. Wir sind halt Pi mal Daumen hier, ich muss hier runterfallen. Meine ich irgendwas? Na, ich wollte schon sagen, hier war ich nämlich auch noch nicht. So. Tentudias fleischliche Überreste. Oh, dann hatte ich tatsächlich nicht alles von der Dame. Gut, dass ich hier war, dann können wir das nämlich auch noch abgeben. Haha. Allerdings ist es ziemlich eklig, dass wir jetzt eigentlich einen Fleischklumpen gerade aufgesammelt haben. Naja. Überreste der ermordeten Novizin Tentudia, die vom Reste der Leichen getrennt wurde, um ihr ein kirchliches Problem zu verwehren. Wer Tentudia war, willst du wissen? Nun, sie war ein einfaches Mädchen, geboren im selben Dorf wie du und ich. In ihrem 15. Geburtstag geschah etwas Unerhörtes. Ihre Eltern sahen, wie ein Teil ihres Haares sich verflocht und eindrehte und sich in schmale Dornen verwandelte. Da sie fürchteten, es könnte sich um eine Strafe des Mirakels handeln, übergaben sie das Kind einem fernen Nonnenkloster, das berüchtigt für seine strengen Regeln war, als Novizin. So hofften sie zu verhindern, dass man die widernatürliche Veränderung entdeckte und das Mädchen als Heretikerin gebrandmarken würde. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt jeden Gesundheitsschrein tatsächlich gefunden hatte, aber wenn dem nicht so sein sollte, dann ist das eben. Wenn es zu guter Letzt... Achso, die Muschel habe ich auch noch nicht angeguckt. Und die schuppige Münche, aber Münche auch nicht. Verstörende goldene Scheibe überzogen mit dem abgeworfenen Haut eines Reptils, die in einem Flachrelief dargestellte Klaue wurde als Symbol der Gier gedeutet und erhöht die Zahl der Zusatzdreh, die mit jedem Angriff geerntet werden. Sieh dir diese Seite an, diese Zeichnung. Ein Pferd, das die heiligen Schriften liest, als Bischöfe verkleidete Affen und ein Reptil, das verehrt wird wie ein Gott. Hast du dieses Murmeln, das sind die Brüder, die uns vor den Gefahren dieser Seiten warnen. Wir müssen das Buch dort lassen, wo es ist. Und die Muschel. Muschel mit absurden Windungen gefunden am Strand. Auf Form fingen die Echos klagender Lieder ein, die mit der Intensität des Leidensträgers immer lauter werden. Gewährt gewissen Schutz gegen elementare Schäden.
Yeah. So. Oh, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Hupsi dupsi. Ich war jetzt so im Spiel drin, dass ich nicht aufgepasst habe, dass ich da schon hätte runterspringen sollen. Auch da wieder gekennzeichnet, wenigstens durch den Nebel, das ist eine gute Sache. So. Wir springen hier runter. Wir müssten jetzt da landen, wo noch, wie gesagt, ein Gebet ist. Oder auch nicht. Weil wir das schon haben. Haben wir das schon? Ah. Oh ja, haben wir schon. Upsi. Welcher Zauber fehlt denn dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 8. Einer fehlt tatsächlich. Den haben wir, den haben wir. Das ist der, mit dem man startet. Das haben wir. Ja, was soll ich sagen? Jetzt wird eben geguckt, ob ich alle habe. Die habe ich. Komische. Das komische Ding, da haben wir auch. Das habe ich. Das fehlt mir. Ach ja, toll. Dafür hätte ich jetzt nicht runterspringen sollen, aber ist egal. Den kriegen wir, wenn wir alle fleischlichen Überreste abgegeben haben. Also das Ding, was wir gerade gefunden haben. Ah nein, mein Controller ist fast leer. Lass mich hier durch. Kommt noch eins. Nur weil ich den Zehennagel wieder nicht ausgerüstet habe hier. Unglaublich. Naja. Ja, ich würde sagen, da treffe ich euch gleich wieder. Ist das, oder? Wie weit muss ich noch? Kann hier theoretisch wieder hochgehen. Dann sind wir fast da. Aber interessant, dass man so auch an den Schatz kommen könnte. Wir haben es halt anders gemacht, aber es geht so. Das ist schon mal... Ich finde es ja gut, wenn man Optionen hat, ne? Ob man jetzt so dahin geht oder andersrum. Ja, Hauptsache man kriegt einen Teil. Plus die letzte Flasche werde ich halt auch noch dann, wenn wir komplett fertig sind, einmal abgeben gehen, damit wir das auch haben. Und ja, da muss ich gucken, was noch vom Rosenkranz fehlt. Das ist das wahrscheinlich Interessantere dabei. Aber okay. Bitte sehr. Mann. Ja, vielleicht. So erhalten wir Debla des Lichts. Das sollten alle Zauber sein. Beschwört einen Strahl, danke sehr, himmlischen Lichts auf den Büßer herab, bestraft Feinde in der Nähe mit gnadenloser Härte. Wahrer Schrein? Achso, bring alle Opfergaben zu ihm, haben wir deswegen auch gemacht. Verstehe. Hoch oben am Himmel fliegen wechselnde Tauben, ihre schmelzenden Schwingen bringen die Saat aus. Aha, ja gut. Das haben wir erledigt. Wo ist jetzt für mich theoretisch der nächste? Ja. Da. Auch doof. Warum bin ich da nicht runter? Egal. Ich fülle meine Flasche da noch auf und treffe euch wieder entweder beim Boss jetzt, weil ich nicht weiß, wo alles andere sein sollte, oder bei dem letzten Rosenkranzteil. Je nachdem. Okay. Das hier ist ein Rätselraum. Wusste ich nicht. Deswegen haben wir das auch nie gemacht. So, jetzt steht da eine 2. Total nervig, aber jetzt egal. Jetzt steht da eine 3. Jetzt steht hier eine 4. Das ist der erste Teil. Jeder kommt hindurch. Die Hälfte kehrt nicht zurück. Also 4 Leute sind jetzt durchgegangen und die Hälfte von 4 ist Nummer 2. Ich weiß, wow, jetzt kommt wieder das Mathe-Genie hier raus.
Und das öffnet uns eine Passage. Dass das ein Rätsel ist, ne? Und hier finden wir die silberne Traube. Eine tote Frucht in einem Akt klerikaler Eitelkeit in eine Perle verwandelt. Ihre kalte Härte überträgt sich auf ihren Träger und verstärkt seine Verteidigung beträchtlich. Na, das ist so verdammt noch eins. Die ganzen anderen Sachen, die wir hatten, sind zwar nett und so, aber beträchtlich. Muss ich nochmal wiederholen? Beträchtlich. Ach ja. Brauche ich für das Zeug, was hier passiert, nicht mehr. Nehmen wir das mit rein. Ja. Ist eins von drei Items, die wir jetzt noch einsammeln müssen. Und danach beende ich das LP. Wenn da nicht eine 100% da steht, dann fehlt mir irgendwo ein Raum. Aber wenn auf der Karte teilweise diese Sachen als da sind, markiert sind, ich renne jetzt nicht nochmal jeden Raum einzeln ab. Es tut mir dann leid. Ich habe mein Bestes gegeben, aber scheinbar war da mein Bestes nicht gut genug. Egal. Wo wir jetzt hingehen, ist da, wo wir die wunderschöne, große, dreiköpfige Frau getroffen haben mit Bart. Besser kann ich es nicht beschreiben. Da das jetzt relativ nah beieinander lag, habe ich jetzt auch nicht gesagt, dass ich extra nochmal da alleine hinlaufe. Das passt ja. Von daher machen wir das auch so. Ja, wie ihr jetzt jedenfalls sehen könnt, wir haben... Ich glaube, 10 Flaschen sind es insgesamt. 10 Flaschen Galleflüssigkeit ist schon mal eine gute Sache. Hoffentlich alle Gesundheitsschreine. Wie gesagt, das ist die eine Trophäe, die ich tatsächlich mal in meinem privaten Durchlauf gekriegt habe. Also ich kann mir nur vorstellen, dass ich es richtig gemacht habe, aber ne, das ist so, haha, natürlich habe ich das richtig gemacht, bin ja ich. Sie ist nämlich weg, aber wir erhalten einen Knoten aus Haar. Knoten aus Haar, verbunden durch die Kraft dreier gebrochener Schwüre, kann als Rosenkranzperle verwendet werden. Ein Teil ihrer unnachgiebigen Kraft wird dem Träger geschenkt, also mehr Angriffskraft sogar noch. Alle Anwesenden gingen vor dieser Frucht des Mirakels auf die Knie und machten sich so zu einem Objekt der Verehrung. Wir bauten einen Altar, der solcher Heiligkeit würdig war, und platzierten es dort. Kurz darauf, in einer trostlosen schwarzen Nacht, hörten die Priester, die in der Kirche schliefen, ein lautes Stöhnen, einen Schrei aus drei Kehlen. Als wir dort ankamen, war das Ei verschwunden. Seither suche ich nach ihm, besuche alle möglichen Orte und spreche mit jeder Menschenseele. Also ja, sogar noch mehr Angriffskraft. Was brauche ich dann im Grunde, wenn ich Angriffskraft haben kann? Das letzte Item, was wir suchen, befindet sich tatsächlich, ich glaube, genau hier. Lass mich nochmal gucken. Sieht aber gut aus. Ja. Wäre schön gewesen, wenn ich es mir vorher geholt hätte. Das Erschreckende ist halt, ich war ja schon auf dem Dorf und hätte gedacht, dass wir hätten es, aber... Naja. Ich werde mich dahin teleporten, das müsst ihr wieder nicht miterleben. Ich sag mal, bis gleich. Da bin ich, in besagten Raum. Und auch mal wieder hier. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht gemacht habe. Hier würden zwei Gegner draufstehen. Aber egal! Da haben wir das letzte Item des Spiels. Der geweihte Amethyst. Ein Juwel, welches in den intensiven Duft vom Weihrauch herrscht. Und in der Mutter aller Mütter wurden die reich verzierten Weihrauchfässer mit kostbaren Juwelen und Perlen gefüllt und durch deren Dämpfe geweiht. Dieser Amethyst stammt aus dem größten von allen. Sein Segen gewährt dem Träger hohen Schutz gegen magische Angriffe. Also ja, und auch hoher Schutz gegen magische Angriffe. Schöne Sache. Nehmen wir den auch noch mit. Und naja, das war's itemtechnisch. Das heißt, ich treffe euch vorm letzten Boss wieder, der interessanterweise hier drin ist, nicht da oben. Bis gleich. Da bin ich zum allerletzten Mal hier bei seiner Heiligkeit. Wir haben, glaube ich, tatsächlich alles, was man im Spiel haben kann. Ich hoffe es zumindest mal. Wir haben alle Items, alle Zauber, alle Rosenkränze, alle komischen Knochen. Wir haben alles bekommen, was ich kenne. Ja, na klar!
Das war zu viel für das Spiel. Das war so, scheiße, der hat alles. Danke, Spiel. Gut, dass ich an dem Schrein mich geheilt habe und nicht gesagt habe, ich renne da jetzt einfach rein. Wow. Das ist das zweite Mal beim Aufnehmen. Ich meine, ich nehme das gerade konstant vom Part 7 oder so auf. Das heißt also, ich habe schon gut Zeit wieder investiert. Aber... Zweimal? Echt jetzt? Okay. Das hier ist das Outfit, was wir noch nicht kennen. Nehmen wir halt das. 98%. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Ende abhängig ist oder ob ich irgendwo einen Raum ausgelassen habe. Aber das Wichtigste ist dabei. Ich hoffe, das reicht euch sozusagen. Anyway. Also das, die Sache ist, ich habe alle Räume überprüft. Alle Räume, wo eine Mea Culpa, beziehungsweise eine ich erhöhe deine Energiefrau drin wäre, habe ich auf der Karte eingezeichnet. Also eigentlich müsste ich da gewesen sein. Das ist meine Sache. Naja. Anyway, mit allem, was wir jetzt haben, stellen wir uns ihm gegenüber. In my God, I am not part, no. Now may you let them I bless. Hi. Hätte besser laufen können, ist aber in Ordnung. Ich meine, man darf nicht vergessen, jetzt darf ich mich heilen. Jetzt ist das egal. Versuchen wir es trotzdem ohne. Macht spannender, schätze ich. Wenn ich merke, es geht gar nicht, dann können wir uns immer noch heilen. Okay, nicht vergessen, erstmal sein komisches Auge da zerstören. Und dann den komischen Stift ausweichen. Vielleicht nicht da drin stehen bleiben, nein. Direkt nochmal der ganze Mist, okay. Okay, Blitze ist in Ordnung, komische Kugeln sind auch okay. Okay, Feuer ist sein schlimmster Angriff, den er tatsächlich drauf hat. Und der wird mich wahrscheinlich auch wieder umbringen. Ne, doch nicht ganz. Dann. Ja, doch. War nicht. Wie wird's ausgehen? Wie wird's ausgehen? Ja! Yeah! Ja! Yeah! Zum Ende hin nochmal spannend gemacht, behaupte ich jetzt mal so. Ah, ich habe den Ton laut gelassen, ist ja egal. Mein Freudenjubel wird man gehört haben, das ist okay. Summa Blasphemia. Ah. So, mit seiner Heiligkeit erschlagen. Zum allerletzten Mal. Das ist jetzt im Prinzip nochmal genau dieselbe Cutscene, die wir auch vorher gesehen haben. Deswegen kann ich hier glücklicherweise den Text einfach überspringen. You have freed the and now only you would. Dadurch, dass wir jetzt das. Kann man es nochmal gucken, ja. Wo ist es nochmal? Da. Ja, hier. Dadurch, dass wir das Custodia der Sünde haben. Merkt man jetzt schon, wir kommen ohne Probleme diesen Aschenberg hier hoch. Und das war's. Das ist das Ende. Ich bin erstmal ruhig und dann für die Credits komme ich nochmal rein und rede mit euch.
Thus came the moment of final communion with the sword born of guilt. A last sacrifice in order to finish penance and break off with the ungodly will of the grievous miracle. But the plans of the miracle are capricious. Penance never ends, but changes, hurts, and condemns at will. There is no place for the penitent one on the other side of the dream. His place is here among us. He is the new father and the last son of the miracle. Recipient of our prayers. Forever and ever. Und das war Blasphemous. Es ist ein sehr, sehr schönes Indie-Metroidvania. Und ja, lassen wir die Credits sein, ich bin ehrlich. Was soll's. Sonst muss ich am Ende wieder reden über Sachen und das kontinuierlich. Und das wird nie gut, wenn ich das mache. Your name be erased under the heavens. Und das sieht aus, als würde es ein Sequel kriegen. Was ich gut fände, prinzipiell. Wahrscheinlich steht jetzt immer noch 98% da. 99,5%, weiß ich nicht. Dann fehlt wahrscheinlich wirklich ein Schrein der Gesundheit oder so. Ah, gib mir eine Sekunde, ich such's immer ab. Fast eine halbe Stunde, aber da ist sie. Die letzte. Take the last one of these pains of mine, the deepest and sharpest of them all. Now depart towards the cradle of punishment, O penitent one in guilt. Okay. Hundertprozent nehme ich an, ja. Ich hab echt diesen blöden Raum vergessen. Ich hab jeden einzelnen anderen Raum nachgeguckt. Hier ist nämlich eine. Und hier. Nee, hier ist eine. Da ist eine. Hier ist eine. Und hier ist eine. Das sind alle Locations von ihr. Okay, 100%. Ich verabschiede mich. Das war meine LP. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch mit dem hin und wieder doch rumgespringe durch Metroidvania-Gründen. Das war's, ich bin weg.